Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Conan Exiles. Und wie es oft der Fall ist, habe ich heute mal wieder ein bisschen Gesellschaft dabei. Hallo Jungs. Hallo. 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 Tag auch. Wir haben uns heute in den Dschungel begeben und werden ein bisschen die Hexenkönigin besuchen. Das macht immer wieder Freude und außerdem gibt es Pläne. Und zwischendrin muss man ein paar Gorillas töten. Das gibt XP. Weil wir haben alles Begleiter, die noch ein bisschen leveln müssen. Und sagen wir es mal so, in der Gruppe macht das einfach mehr Spaß. Ja, weil es hier viele Gorillas. Ich finde allerdings ziemlich gut, dass wir uns da jetzt Pläne holen, weil Plan habt meistens nicht. Oh, das ist gleich mal ein Zicker. Uiuiui. Das ist mal wieder so ein Ding. Okay, hoppa. Und in den Hintern. Yes! Den anderen auch gleich mal. Upsa. Der ist mal sowas von tot. Jetzt bräuchte ich erstmal wieder ein bisschen Ausdauer. Hoppala. Okay. Ich zeige euch mal eben auf der Karte, wo wir uns befinden. Wir sind hier hinten, im Dschungel natürlich. Und hier drüben ist die vergessene Stadt von Xelha. Und hier drüben geht es dann auch zur Hexenkönigin in den Palast rein. Da wollen wir hin. Ach ja, ist es nicht toll? Man wird hier immer gleich von Scheißwetter begrüßt. Immer wieder. Lauschig. Oh, hier haben wir gleich eine National Geographic-Szene. Yay. Ganz viele. Ungebetener Besuch. Ja. Wieso? Der ist ja nicht ungebeten. XP ist auf meinen. Ja, eben. Die haben nur nicht lange überlebt. Also, so wie die da liegen, sieht jetzt auch so ein bisschen strange aus. Da kommt noch einer. Oh! Ah, jetzt spring doch nicht weg, du blödes Viech. Ah. Mensch. Okay, nicht, dass die hier irgendeine Chance haben. Also gar keine. Ich wäre jetzt nicht gerne in unserem Weg. So, genau, müssen wir hin. Aber wie erklärt man das? Da war eine Bande wilder Abenteurer und sie hatten einen Wolf und einen Riesenkrog dabei. Ah. Oh, warte mal, was ist der? Oh, pass auf, pass auf. Der schwarze Garten, das ist hier Garzik. Sieht nicht sehr gesund aus hier. Ja, yep. Aber es hilft immer, hier dann die Maske einzusetzen. Und dann mal ein bisschen was zu sammeln, weil hier gibt es nämlich auch coole Sachen. Schwarzlotus gibt es. Huch! Huch! Es gibt hier auf jeden Fall auch Schwarzlotus, den möchte ich auf jeden Fall mitnehmen hier. Ich habe gerade den Wegfortschritt bekommen, Schwarzlotus sammeln. Ja. So, mal gucken. Brauche ich die Sichel. Oh, hier ist noch ein Viech irgendwo. Ja, oh, ja, man ja. Kann Sichel. Alter. Alter. Oh. Oh. Nicht, dass dieser Gorilla lang gelebt hätte. Nein, der lebt nicht lang. So, sammeln wir noch ein bisschen mehr. Den kann man übrigens sicheln. Ja, das tue ich auch gerade. Und sollte es irgendwo Schwarzlotus-Samen geben, bitte, bitte, bitte mitnehmen, nicht fallen lassen. Hab ich schon welche bekommen? Den können wir gut gebrauchen. Dann kann ich nämlich auch ein bisschen Schwarzlotus bei uns züchten. Dann müssen wir nicht immer hier hin. Was macht man eigentlich mit Schwarzlotus? Tränke. Das ist ja, Pulver für Tränke. Ja, was bringt die? Wenn ich das jetzt auswendig wüsste, würde ich es dir sagen. Achtung, Gorilla. Gorilla? Na, wo ist er denn? Also, bis ich da bin, ist er tot. Au! Toll. Oh, mein. Sind effizient. Ja, ich sehe das schon. Der hatte keine Chance. Ich höre die ganze Zeit hier so weg rumrülpsen. Ich glaube, wir haben hier alles, was man haben kann. Hier habe ich noch einen Schwarzlotus. Ah, sehr cool. Na, Reiseschritt eingeschaltet. Hier hinten ist auch noch einer. Bei mir ist auch noch einer. Ich habe leider keine Sichel dabei. Wo bist denn du? Ich müsste dich erstmal sehen in der Dunkelheit hier. Da, okay. Warte mal, ich zücke hier gleich mal die Sichel. Hier drüben. Ah, sehr schön. Und her damit. Lecker, lecker. Ah, da ist auch noch ein Schwarzlotus. Kann man immer brauchen. Also ich habe jetzt 130 Stück davon. Ich frage mich, wie viele Tränke wir da brauchen wollen. Naja, du brauchst ja auch immer ein bisschen was für so einen Trank. Außerdem muss man das Pulver erstmal zermahlen und... Es ist auf jeden Fall Lotus, den man immer auf Vorrat haben kann. Ich weiß nicht, ich mag das gerne, wenn man das Zeug zumindest hat. Und dann kann man mal ausprobieren, was man sich damit antut, wenn man das die Tränke dann trinkt. Ich glaube, das muss ich mal machen.
Ich wusste es mal, aber ich hab's vergessen inzwischen. So. Ach ja, auf der Karte, wenn ihr das sehen möchtet, hier in diesem viereckigen Dingensbummens, direkt westlich von der Anzeige hier für die vergessene Stadt von Xelha, da ist der Schwarze Garten hier unten drin. Man sieht's nur gerade nicht so richtig, weil ich auf dem Icon stehe. Ulex, so. Ja, und wir sind noch nicht alle da. Wir müssen eben auf... Wo seid ihr denn? Ihr seid schon wieder weg hier, oben. Mensch. Ich sehe das. Hier oben. An der Treppe. Ist so dunkel hier. Ja, genau. Man sieht hier keine Sau. Und dann einmal, Wahnsinn. Einmal links rum und dann rechts rum. Und noch einer. Dann. Okay. Alter. Toll. Oh, upsi. Ich glaube, ich habe Senja gerade einen Pfeil durch den Kopf geschossen. Upsi. Ja, das war ein glatter Durchschuss, würde ich sagen. Naja, der sitzt so weit hinten. Ach schade, jetzt ist er schon weg. Ich würde mal sagen, die Frau hat leichte Kopfschmerzen jetzt. So ganz gering für mich. So, warte mal, wir müssen glaube ich hier lang. Erstmal müssen wir einen Gorilla töten. Ja, wieder. Ja, es sind halt viele. So. Ah, da kommt auch noch mal einer. Oh, Gorillas. Und hier ist so ein Lemurianer. Nicht, dass die irgendeine Chance haben. Also, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich ein Splat. Krass. Okay. Aber wir laufen gerade in die falsche Richtung, Leute. Wir müssen eigentlich nach Osten. Ja. Aber wenn wir mal ein anderes Dungeon als die Abschaumtiefen machen wollen, ne, dann sind wir so sehr, so hart. Wow! Also von dem ist gerade mein Pfeil abgeprallt. Krasse Viecher. Da rollt er schon die Treppe runter. Tja, ist halt ein gefährliches Leben. Der Pfeil ist an den stahlharten Muskeln abgeprallt. Na gut, hier kann man zumindest runterspringen. Ja, ich glaube, wir sind sogar in der richtigen Richtung unterwegs, weil das hier yep, ist, glaube ich. Das ist der Cheftempel hier. Also ich meine, er sieht ja schon sehr beeindruckend aus. Muss man ihm lassen. Cooles Teil. So, und da müssen wir jetzt hoch. Dumm, die dumm. Hallo, Hexenkönigin. So, übrigens einer meiner Lieblingsdungeons hier bei Conan, einfach weil der Style so cool ist. Also es ist ja klar, es ist jetzt nicht unbedingt der wahnsinnig umwerfende. Hoppala. Wenn ich jetzt hier mal treffen würde. Wäre schon schön. Es ist kein großer Dungeon, es gibt in diesem Dungeon genau einen Boss und zwei Gegner außerhalb dieses Bosses, aber hat's in sich. Sieht auch sehr geil aus. Oh, guck mal, da hinten ist nochmal so ein Dungeon. So ein lustiger Gorilla. Silverback. Buttpfeil! Oh, dein Wolf ist aber heute. Wow! Oh, fuck! Was bist du her? Ganz schön aggro. Was für ein Glück hatten wir hier die Nachrot in Form von Sobek. Mhm. Ja, für irgendwas muss es ja gut sein, dass der immer hinterher schleicht. Ja, Sobek ist nicht der schnellste Gefährte. Das ist übrigens das Krokodil, das immer gerne unter Röcke guckt. Das Akrodil. Das Perversodil. Was macht ihr denn da oben? Dafür hat er aber ordentlich Hitpoints inzwischen. Okay, ihr habt das Thema schon gelöst. Sehr gut. Was wolltest du sagen? Was ist mit meinem Wolf? Dein Wolf ist so ein bisschen aggro. Ja. So vage. Bisschen. Der kam ja auch sonst nie zum Zug. Ja, das stimmt. Also, wir sind jetzt hier. Direkt vor diesem Eingang. Und da müsst ihr einfach rein. Und dann auf... Noch nicht mal auf E drücken, sondern einfach reinlaufen. Hupsa. Da sind wir schon. So, ja, da wohl man weiß ja, nicht auf die Tür drücken, die einfach dann auch ja, genau, ach, wir, mit Türen haben wir es ja nicht so. Und so, bevor ihr irgendjemanden angreift in diesem Gebäude, müssen erstmal alle Leute im Raum drin sein. Also schnell mal herkommen. Ja, nicht hier, nicht die Treppe runter. Nicht die Treppe runter. Nicht die Treppe runter, bevor alle drin sind. Sobek ist jetzt fast auch drin.
Komm, ja, runter. Warum machst du hier den Airwalk? So, also bei mir so steht sie hier rum. Okay, das ist. So, also schaut euch mal diese geniale Umgebung an. Ich finde das einfach mega und die Beleuchtung hier von oben und diese Statuen und eben hier die Chefin, die noch auf ihrem Thron rumgammelt. Nicht mehr lange. Oh, ich muss mal eben meinen Helm wechseln. Sandsturmmaske ist out. Ja, dann lass uns doch mal, ne? Moment, eben was essen und trinken. Okay. Oh ja, was trinken wäre eine gute Idee. Aber das ist hier schon ziemlich geil. Schade, dass es die Einrichtungsgegenstände, die sie hier drin haben, nirgendwo gibt. Also diese mega riesen Maske, die wäre ja schon witzig irgendwo. Also so ein lemurisches Style-Pack wäre echt mal eine Maßnahme. Vielleicht kommt das ja noch. Fände ich echt geil. Oder diesen Seed-Tempel, den wir das letzte Mal gesehen haben, irgendwo. Ja. Ja. So, den alle bereit? Weinkeller. Jo, bereit. Sowas von bereit. Yep. Hallo Olle. So, jetzt geht erstmal die Tür zu. Deswegen darf man nicht zu weit hier reinrennen. Und da kommt schon unser erster Fan. Hallo, Digga. Oh, wow. Aber gegen unsere Truppe hat er nicht so sonderlich viele Chancen, muss man schon sagen. Nicht wirklich. Dafür haben wir jetzt halt auch einfach zu hochgezüchtete Gefährten. Und einer hat ihn Pfeil direkt in die Arschlitze geschossen. Man hat keine Ahnung, wer das sein könnte. Und kaputt ist er. So. Und jetzt kommen erstmal die Laserstrahlen. Da muss man aufpassen, dass er nicht drin steht. Aber glücklicherweise hat man genügend Zeit, aus diesem grünen Geröhre rauszulaufen. Weil die grillen einen dann ganz schön. Also schon sehr, sehr krass hier irgendwie. Aber auch witzig. Huch. Hier schon der nächste. Damit auch der letzte kapiert, grüne Laserstrahlen sind böse. Und da kommt schon der nächste. Hallo, Dicker. Ja, und jetzt haben wir die Laserstrahlen gleich mit im Kampf. Ich muss ein bisschen aufpassen beim Kampf, weil. Boah, ich stehe hier schon drin. Aber glücklicherweise sieht man ja auch relativ gut, wo sie auftauchen. Na komm, Digga. Oh, jetzt ist mal wieder die Ausdauer im Arsch. Und der Gegner auch. Also ihr seht schon, das ist jetzt kein echter Gegner, wenn man hier mit einer größeren Gruppe unterwegs ist. Und die Chefin ist gleich da. So, los, Bitch Queen, komm von deinem Thron runter. Tja, wir haben jetzt deine Statuen kaputt gemacht. Das tut uns aber echt leid. Na, wie ist es? Komm mal runter. Da ist sie doch. Da ist sie. Hi. Oha, fuck it. Die hat mich jetzt erstmal erschreckt hier, Olle. Alter! Okay. Okay. Wow! Okay, die hat nicht lange überlebt. Unsere Schnetzeltruppe hat sie jetzt geschreddert. Es gibt hier übrigens zwei Gegenstände, die man hier bekommen würde. Irgendjemand hat sie jetzt gelootet, bevor ich sie zeigen konnte. Ja, ich leg sie wieder rein. Da guckst du. So, also es gibt die Maske der Hexenkönigin und den Schlüssel für Rasmas Quartier. Rasmas Quartier befindet sich in Sempameru. Wenn ihr also die Story des Spiels weiterverfolgen wollt, müsst ihr da hin. Und ansonsten gibt es hier oben Pläne, die man lernen kann. Wo waren die jetzt nochmal? Einfach auf den Thron klicken. Ach, der Thron. So, hier. Lemurianische königliche Rüstung, lemurianische Kriegerrüstung, Pike und das Schwert. Das Schwert, das ich hier übrigens hier trage, das ist ein lemurianisches. Das hat mir ein netter Mitspieler gefertigt, der die Pläne schon hatte. Und das hier ist die lemurianische Pike. Ziemlich böses Teil. Steckt meine Schnittmuster auch immer in meinem. Ganz klar. Naja. Irgendwas muss man ja lesen, wenn man alleine in so einem Ding hier drin sitzt. Auf so einem schicken Thron. Also ich finde dieses Teil einfach so ultra geil. Also das hat schon was. Sieht komisch aus hier, das Mädel. Sie ist schon ein bisschen groß irgendwie. Naja, okay, und ihre Beine sind gerade abgeschlagen. Das sieht so ein bisschen strange aus. Die Beine sehen komisch eigenartig aus, als wäre die Luft rausgegangen. Ja, so ein bisschen. Oh Mann, wir haben sie zumindest... Wir gerade
die sie ziemlich marodiös zerlegt haben, ist es, glaube ich, kein Wunder, dass sie so aussieht, wie sie jetzt aussieht. Ja, also, das ist echt nicht schön, so diese Schlappen. Oh Gott, wie eine kaputte Strumpfhose, echt. Oh, Himmel. Aber... Das ist eine Drenai aus WoW. Oh, ich weiß ja nicht. Ihr Lieben, wir haben aber schon wieder das Ende der Folge erreicht, oder? Oh. Nö, doch nicht. Alter, wir waren hier richtig fix hier. Alter Schwede. Und ich dachte, wir hätten jetzt schon irgendwie 20 Minuten voll, aber nee. Dann werden sie sich jetzt noch angucken müssen, wir haben ein paar Gorillas zerstört. Na gut, also Leute, ne, jetzt müssen wir halt noch ein paar Gorillas töten. Sonst wären wir hier zu schnell fertig. Oh, na super. Es ist dunkel. Ja, es ist dunkel. Ja, da müssen wir jetzt... Insgesamt 8 Teilnehmern im Kampf. Ja gut, die hatte halt nicht viel Chancen. Wenn man das alleine macht, ist das deutlich herausfordernder. Ich habe mal vor einiger Zeit von Race Rossi, der hier ab und zu auch mal zuschaut, ein Video gesehen, wie er die Olle alleine plattgehauen hat. Muss ich mal sagen, war ich sehr beeindruckt von, weil ich glaube, ich hätte dafür sehr viel länger gebraucht. Also es geht, es ist durchaus witzig und auch herausfordernd und ja. Hä? Ach. Vogel. Ärgerst du wieder arme Vögel? Oh, keine Chance. Also wenn Senja zuschlägt, dann wächst da kein Gras mehr. Das Lustige ist, Alex geht los, schießt und sowohl Sobek als auch Ikirayo drehen sich erstmal hin. Oh, Beute, wupp, und rennen in die Richtung. Ja. Wir haben halt Agro-Viecher hier. Ah. Hallo. Guck mal, ich habe hier blaues Licht. Das ist blau. Oh, da ist schon der Nächste, der Stress schieben will. Okay, also... Die 8-Mann-Gruppe ist schon ein bisschen gemein. Ja... So etwas. Also ich glaube, mit der Truppe jetzt so hätten wir im Weinkeller wahrscheinlich noch eine bisschen bessere Schnitte gehabt. Wahrscheinlich schon. Ja... Wir haben aber inzwischen ja auch etwas bessere Ausrüstung. Und unsere Gefährten sind etwas stärker. Ja... Vor allem, wir hatten ja beim ersten Weinkellerbesuch gar keine Gefährten dabei. Ja, das stimmt. Da waren wir ja zu viert. Unterwegs. Hallo. Renn halt an mir vorbei, du blödes Viech. Im Ernst? Wobei ich aber sagen muss, ein Ausritt finde ich irgendwie gar nicht so schlecht. Ja, macht ja auch Spaß. Also ist ja jetzt nicht so, als würden wir das nicht auch gerne tun. Wir sind halt schlagkräftiger, wenn wir mit den Gefährten unterwegs sind. Wesentlich. Ja, noch. Neue Waffen, neue Rüstungen und dann können wir uns das auch leisten, zu viert wieder irgendwie sowas zu machen. Naja, neue Waffen, da ist nicht mehr viel. Wow, okay. Das ging schnell. Oh mein. Aber die Aussicht ist toll. Hier, guckt mal, den fetten Turm. Den fetten Affenhintern, ja, super. Fetten Affen. Ach, wo guckst du schon wieder hin? Ich find's einfach schön. Der Dschungel ist so eine coole Gegend. Sie haben ihn nur leider sehr, sehr karg gemacht. Also karg im Sinne von, es gibt einfach so wenig Lore hier zu finden. Das finde ich echt schade. Ja, aber von hier ist die Aussicht echt cool. Ich hätte mir schon gewünscht, dass der in etwa so voll gewesen wäre wie die Wüste. Dass man halt an jeder Ecke irgendwas findet. Hm? Bisschen arg nebelig hier. Jetzt hast du aber Ansprüche. Das ist doch schick. Der Wolf stalkt mich. Trotzdem, wenn ich hier bin, immer habe ich immer diese Dogs of Kurast Vibes. Ja, ein bisschen, ja. Oh. Es ist einfach cool. Aber zumindest tauchen hier keine 3 Pygmäen übereinander auf, die einen dann den ganzen Tag nur versauen. Gott, ich habe die Viecher so gehasst. Blöden Flammenspeider. Boah! Flambieren. Falls ihr nicht wisst, was mit den Dogs of Kurast auf sich hat, das ist eine Gegend in Diablo 2 und die war grausam. Also, sie war schön gemacht, die sah richtig geil aus. Es war so ein Dschungel-Tempel-Style-mäßiges Eck. Aber die Gegner waren so pestig, ich habe sie einfach nur gehasst. Wie hast du denn das mit Gorillas? Na, das sind Lemurianer. Oder? Nee, doch.
bitte wieder eine Runde. Greif den Mob. Naja, wenn wir schon mal da sind, dann wird alles getötet, was hier rumläuft. Sonst ist es ja nicht lustig. Oh, da kommt da schon wieder einer. Don't make me hurt you? Ist okay. Sie haben Sprüche drauf, die NSCs, das ist der Wahnsinn. Don't make me hurt you. Und Rums, zack, bam. Ja, vielleicht hatte sie noch nicht die Absicht, jemandem wirklich weh zu tun. Das glaube ich nicht. Also wenn sie jetzt noch nicht die Absicht hat, jemandem weh zu tun, dann möchte ich nicht wissen, wie es aussieht, wenn sie diese Absicht hat. Ja, ich möchte ehrlich gesagt nicht in der Haut des Kerls stecken, der diese Frau mal jemals enttäuschen sollte. Und ein bisschen geschnetzelt. Also wir haben hier ordentlich Geschnetzeltes. Die haben keinen Spaß in diesen Ruinen. Affengeschnetzeltes in Rahmsoße. Lecker. Wir sind doch nicht bei Indiana Jones. Heiß. Ich musste auch gerade dran denken. Das ist hier dann so die Exiles Kochshow oder was? Naja. Und er darf seine ganzen Pfeile abgefangen. Ja, ihr müsst mal stillhalten und gucken, wo die Pfeile in wessen Kopf nun stecken. Wolf hat zum Beispiel eine in der Flanke. Ja. Mein Wolf hat eine in der Flanke stecken oder im Hals. Ja, hoppala. Wow. Okay, das hat jetzt nicht lange gehalten. Also Senja ist ganz schön aggro, meine Güte. Ah, hier ist Land's End. Hey, da drüben ist ein Lagerfeuer. Ja, hier direkt auch. Auf der nein, direkt auf der Insel draußen, direkt wo das eine Steinkreuz draufsteht. Okay. Ach, da draußen. Okay, ich geh mal nachgucken. Hup. Ich auch. Jungs, Ja? Ja? Ja, ihr schwimmt dann mal und ich beende dann mal die Folge mit dem Blick auf euch, romantisch in Richtung Sonnenaufgang schwimmenden oder so. Genau. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet bei unserem sehr schnell verlaufenden Ausflug zur Hexenkönigin heute Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut bis dahin und tschö!